Das war aber mal ja, lange geschlafen. Oh, erstmal einen Kaffee zum Wachwerden. Und oh ja, ein bisschen Fleisch kann ich schaden. Und was Fruchtiges. So, heute wollen wir uns doch um das Problem mit der Mine kümmern. Oh genau, ich muss gucken, ob ich noch Geld habe. Das... nein. Schade. Aber wenigstens wieder 18 Münzen. Ich muss auch noch aufdecken, wer mich hier beklaut hat. Oh, hier ist noch mehr Geld drin. Hallo. Hallo. Zu Ihnen wollte ich ja jetzt noch. Es geht um die Mine. Kommen Sie mal bitte mit. Sie sehen ja, dass ich die ja, abgesperrt habe und der Zutritt derzeit verboten ist. Ich werde das jetzt aufmachen für Sie. Da momentan noch kein Stadtherr gewählt wurde, werde ich jetzt als ja, Oberhaupt der Stadtwache und demnach ja, höchstes Tier in dieser Stadt Ihnen die Verantwortung für die Mine geben plus das Lager, was da drin ist. Und ich werde die Mine offiziell an Sie übertragen. Den Herrn Tobias werden wir enteignen. Denn bei dem, was vorgefallen ist in letzter Zeit, halt, dass er diese Mine einfach versiegelt, sie halt dann dastehen lässt, ohne irgendwas, genauso wie den Rest der Stadt, dass er sich eigentlich nur noch um sich selbst gekümmert hat, hier überteuerte Preise hat und sie mit einer, ich sag mal, minderwertigen Spitzhacke für nichts arbeiten lässt. Das ist zu viel, das grenzt an Sklaverei, wie er mit ihnen umgegangen ist. Deswegen wird er enteignet und die Mine wird ihnen übertragen. Ich werde ein Privatzeug? Das schaffen wir hoch in die Kiste, das können wir gleich mal in Angriff nehmen. Die sind unknackbar. Da werden wir schon eine Lösung finden. Das ist ja seine Privatkiste und ja, ich glaube auch das hier. Also, ich denke mal nicht, dass er davon irgendwas braucht, weil er kann damit eh nicht wirklich umgehen. Und bei dem hier, das Einzige, was er kriegt, ist das Geld. Mehr nicht. Und die, ja, aber die Trophäe kann er auch gerne haben. Ja, die gut. Hier niemand. Aber ansonsten alles andere sind Ressourcen aus der Mine, die gehören der Mine und den Minenarbeitern. Auch die verzauberten Sachen hier? Ja, da frage ich mich, wo er die her hat, weil soweit ich weiß, können die Magier das noch nicht machen und auf jeden Fall, das bleibt sein Geld, das kann er gerne haben. Und ja. Das gibt eine Menge Arbeit. Das glaube ich Ihnen. Ja, nee, aber es ist jetzt so beschlossen, dass die Mine Ihnen gehört. Sie sind der Leiter. Und ich hoffe, Sie stellen es auf jeden Fall besser an als der Herr Tobias. Sonst können Sie mich ja wieder enteignen. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss. Ja, aber schauen Sie auch das hier an. Das ist doch keine Ordnung. Nee, das stimmt allerdings. Und dann habe ich noch... Ich glaube... Wie warten Sie, haben Sie das für den Herrn Tobias gebaut? Ja, klar. Hat er auch gekauft. Okay. Aber was ist das?
Genau, da wollte ich fragen, ob man das nicht lieber abstützen sollte. Das hat er bei den letzten Tagen hier angefangen. Auch das hier finde ich witzig. Er hat einfach alles um die komischen Steine herumgebaut. Ach du Heimatland. Ja, ich würde sagen, das obliegt jetzt Ihnen, was Sie machen. Das obliegt jetzt Ihnen, was Sie machen, ob Sie das abstützen oder einstürzen lassen. Das ist. Oder ob Sie sich jemanden dazu holen, der Ihnen hier unter die Arme greift. Also ich muss ja auch nicht unbedingt sein, weil so wichtig Aber. habe ich eigentlich nicht. Das gibt nämlich für mich keinen Sinn. Soweit ich weiß, gibt es aber auf einer ganz gewissen Höhe seltene Die. Kristalle für die Magier. Ach so, nee, das weiß ich nicht. Ich dachte, sie reden jetzt von diesen Diamanten. Die gibt's auch nur auf einer gewissen Höhe. Ja, das. Aber es gibt halt. Jetzt weiß Ja, ich. es Können wir gibt. oben nochmal nach dem Hammer schauen? Können wir machen. Weil er hat so einen Hammer von Ramon, sonst lass ihn mir mal selbst schmieden, gemacht. Mit dem man ja solche Sachen viel, viel schneller aushöhlt. Oh Gott, hier Hier. geht. Ja, aber hier geht's ja noch weiter. Ja, auf Heilige. jeden Fall, das Erz, was für die Magier ist, das ist aus. Also, so ein Kristallgestein. Da müssten Sie mit den Herren Magiern sprechen. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Also es sind schon richtig solche 50x50 Blöcke. So 50 cm Größe, so wie der Stein hier jetzt auch. Ja, genau. Achso, weil ja, wir haben hier ja auch noch diese kleineren Kristalle, die gerade am Wachsen sind, die haben wir en masse. Die sind ja hier unten drin. Die meinen sie ja nicht. Nein, die meine ich nicht. Das ist halt wie das hier. Nur ich glaube, das ist silberschwarz oder so. Ganz, es ist ganz komisch. Hier sind noch welche drin. Nee. Von denen ist das nichts. Na, hier oben ist sowieso nur der Rest ihrer Bestellung. Der muss ja auch noch fertig gemacht werden. Ach du heilige Katastrophe. Ach, die nehme ich mir. Ja, War der Herr Magier? ich habe ihn heute noch nicht angetroffen. Weil, schau, ich guck mal in die Bücher. So viele Bücher hat nicht mal Melvin. Ja, gut. Ich glaube, die Hälfte davon kann man wegschmeißen. Das ist ja neunmal das gleiche Buch. Ja, gut. Ja. Sie können jetzt auch selbst entscheiden, ob Sie den Herrn Tobias als Mitarbeiter einstellen oder ob er einer anderen Beschäftigung nachgehen soll. Ob Sie sich eine andere Hilfskraft suchen. Machen Sie es auf jeden Fall besser als der Herr Tobias. Und ich setze auf jeden Fall noch das Schreiben auf, dass wir die Mine Ihnen übertragen. Und ich werde dem Herrn Tobias in sein Haus jetzt erst einmal sein bisschen Geld bringen, was er da hat. Ein bisschen Geld, das ist mehr als sonst wer hat hier. Na, eigentlich müsste man. Sie haben doch gar keinen Lohn erhalten, haben Sie gesagt. Nee, lassen Sie ihm das Geld. Lassen Sie ruhig das Geld, der hat schon genug Qualen damit, dass er die ganzen Erze verliert. Das, ja, das sieht hier alles irgendwie merkwürdig aus. Die sind noch alle leer. Nee, die hier hinten nicht. Also Nee? zumindest die unterste, die ist mit Stein voll. Achso, ja, wahrscheinlich, weil die vordere hier voll ist. Nee, auch. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, Aber das hat er. Die ganze Kiste hat er wahrscheinlich in die Verkaufsautomaten gepackt. Herr Darko, Sie machen das, bringen Sie hier Ordnung rein. Ich gehe jetzt das Geld hochschaffen, das Schreiben aufsetzen und ja. Ja. Ich höre von Ihnen wegen diesen Automaten, weil ich glaube, da ist noch der Ja. wichtigste Teil drin. Ja, die Erze und Steine, die da drin sind, die kriegt natürlich die Mine. Und wenn der Herr Tobias dann irgendwann mal wieder da ist, dann werden wir auch dafür sorgen, dass er sein Arbeitsmaterial erst einmal abgibt. Aber das regle ich dann mit dem Herrn Rapp. Außerdem, achso, es gibt ja sowieso noch genug schöne andere Berufe. Ich glaube nicht, dass Ihnen die Arbeit hier auch ultra viel Spaß gemacht hat. Ja, so oft wie er immer
umhergerannt ist. Ja. Gut, dann erst einmal viel Spaß beim Ordnung schaffen. Ja, ich lasse mir da was einfallen. Alles klar. So, da haben wir den Herrn Tobias jetzt erst einmal enteignet. Beziehungsweise wir haben erstmal alles übertragen. Ihr privates. Ach komm schon. Vermögen aus der Mine. Aus der Mine. Minus B. Abzüglich Bearbeitungs Kosten für die Stadtwache. GZ. Ne, machen wir anders. Das schreibt man dann dahin. GZ. Stadtwachen Oberhaupt Eick. So, ja, so. Das muss reichen. Noch eins runter. Da. Stadtwachenkasse. Aber wir machen das vorher klein. 25, ich denke mal 20 reichen erst einmal aus. So, das Schreiben werde ich jetzt aufsetzen und ja. Oh, hat das lange gedauert. Aber ich habe alles fertig aufgesetzt. Oh, ich habe noch die Chicken-Trophäe von dem Herrn Tobias. So, dann gehen wir noch mal kurz zum Herrn Darko. Herr Darko? Ah, okay. Ja. Ich habe... Haben Sie den Vertrag jetzt eingesammelt? Yep. Okay. Lesen Sie sich den bitte einmal durch. Hiermit wird Herrn Tobias die Mine enteignet und diese besagte Mine samt Lager und deren Kisteninhalt an Herrn Darko übertragen. Grund, Herr Tobias behielt das meiste für sich selber ein. Herr Tobias ließ seine Mitarbeiter mit minderwertigem Werkzeug arbeiten. Herr Tobias zahlte keinen Lohn. Herr Tobias versiegelte auf eigene Faust die Mine, ohne der Stadtwache etwas zu sagen. Nachtrag, Herr Tobias darf die Mine nur noch als normale Person oder aber als Mitarbeiter betreten. Herr Darko entscheidet selbst, ob er Herrn Tobias bei sich arbeiten lässt oder nicht. Unterschrift, Herr Darko. Darko, Unterschrift, Stadtwache, Eck. Ja, passt. Alles klar, das Buch ist für Sie unterschrieben, haben Sie ja schon. Genau. Ich habe auch eins und damit ist es jetzt offiziell. Die Mine gehört Ihnen. Okay. Mal schauen, wie lange. Wenn Sie es besser anstellen als der Herr Tobias, dann auf jeden Fall länger als er, denke ich mal. Nee, ich meinte, ich stehe auch zur Wahl. Ach so, ja. Ich weiß noch nicht mal, wann das Wahlergebnis überhaupt preisgegeben wird. Ja, ich auch nicht. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ja, dann... ja. Wollen Sie auch noch das Haus vom Herrn Tobias haben? Nö. Alles klar. So ein Stil baue ich nicht. Mag ich nicht. Alles, nicht so meins. Alles klar. Aber ich habe schon mal probiert, die kriegen nicht so leicht. Ja, das müssen wir dann im Nachhinein noch machen. Ja, klar. Ich denke mal, da wird es irgendein Werkzeug dazu geben und sie brauchen ja im Grunde eigentlich nur den Inhalt und der Rest wird ja dann, also die Verkaufsautomaten werden wir dann bestimmt Herrn Tobias noch hinterlassen. Was soll der jetzt empfehlen? Dem wird bestimmt irgendwas einfallen. Ja, außerdem, es gibt ja noch genug Berufe, die gar nicht belegt sind. Also kann er auch gerne wieder sein eigener Chef werden. Naja, wenn er es da besser macht. Das ist nicht mehr mein Problem. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, I love is a fire.